Choreografie. Auch sie haben sich die Handlung eines Films herausgesucht. Sister Act mit Whoopi Goldberg ist im Moment ja wieder brandaktuell. Also Linda Pedersen in der Rolle der Whoopi Goldberg aus dem Film Sister Act. Tiefer kann man sich nicht in die Augen sehen. Ohne Zweifel eine klasse Leistung. Aber Michael Hull ist hier die dominante Figur bei diesem Paar. Er war ja mit seiner Schwester schon dreimal Welt- und dreimal Europameister über 10 Tänze und auch zweimal Schautanzweltmeister. Und dann wurde es spannend. 5,9. Zweimal die 5,9. 6,0 und 5,9. Fünfmal die 6,0. Wir sehen die Überraschung des Abends. Hull Petersen erhielten die exakt gleiche Bewertung wie Galke Schreiber. Und damit durfte der Veranstalter Heiko Feltens in der Dortmunder Westfalenhalle zum ersten Mal, seit es diese Weltmeisterschaften gibt, zwei Weltmeisterschaftspaare küren. Also, das hat es noch nicht gegeben. Eine Riesenüberraschung, am Ende doch zufriedene Gesichter. Galke, Schreiber und Hull Petersen werden Weltmeister. Luca und Luana Fanny. Vierte wurden Duvanov, Tverjanovic aus Russland. Platz 5 ging an Greten Fliet aus den Niederlanden und Götje Hoffmann. Und so erlebten die Zuschauer und auch sie zu Hause einen doppelten Ehrentanz, auch das ist ein Novum bei der Kürweltmeisterschaft. Noch einmal präsentierten die Weltmeister Michael Hull und Linda Pedersen und Hans-Reinhard Galke und Bianca Schreiber eine Rumba, den erotischsten aller Tänze
zu We Are The World von Michael Jackson. For you and for me at the interhuman race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. If you want to know why, there's a love that cannot lie. Love is strong, it only cares of joyful giving. Follow him wherever.